Grüß euch, es ist mir wieder eine Zeit, einen Ausflug zu unternehmen. Dieses Mal ins Friaul, ich stehe da im Tagliamento. Also, heute früh bin ich um 5 Uhr aufgebrochen zur Hüttentour im Friaul. Momentan befinde ich mich da im Tagliamento. Im Tagliamento. Hochbett, Steinwüste im Friaul. Höllisch Laune. Nicht enden wollend lang. Ja, das Coole da am Tagliamento ist halt einfach, weil es wie eine riesen Steinwüste ist. Das Bachbett, das ist bis zu 300-400 Meter breit. Da hat es einen Haufen Platz, wo man sich spulen kann. Und ja, der Untergrund wechselt stetig. Da ist einmal Sand dabei, feiner Kies, grober Kies, Kiesel, Steine, eckige Runde. Nein, der Untergrund, der wechselt permanent und macht echt Spaß. Im oberen Teil, da haben wir Motocrosser, haben da so einen Rundkurs eingebaut, der ist richtig cool im Wald. Heute war er ein bisschen glitschig, weil es geregnet hat, ansonsten ist Staub da drin, aus der Hölle. Ja, wenn es nass ist, sollte man auf alle Fälle einen Einraufen haben, auch nicht so einen rockfegelten Hinterraufen. Vorderraufen passt. Jetzt fahre ich mal eine Zeit lang, solange ich Spaß habe, da mich durchschütteln zu lassen. Und dann werde ich aussteigen und werde mal Hütten suchen, irgendwo am Berg drum. Da ist es noch angenehmer, auch von der Temperatur. Und ja, viel Spaß beim Zuschauen. Habe ich auf der Musialm verbracht. Klar heißt die nicht Musialm, aber diejenigen, die sich da auskennen, die Ortskundigen, die wissen, wo ich war. Und der Rest soll einfach schauen, wo es ist. Und viel Glück beim Suchen. Auf alle Fälle, ja, ist ein Teil von Agroturismo. Der hat seine eigenen Viecher drum, ist seit 18 Jahren auf der Alm. So einen Sommer wie heuer hat er noch überhaupt nicht erlebt. Die haben mit dem Hubschrauber jetzt das Wasser rauffliegen müssen, weil es so trocken ist. Und er muss anstatt Oktober, muss im September die Viecher antreiben. Da in der Gegend haben sie drei Wölfe, die nur die Gurdenhursch und die Goldgamsen reißen. Ja, mei, der Wolf darf das. Ist halt so. Und trotzdem, jetzt geht es mal weiter Richtung Tagliamento wieder und dann schauen wir mal, wo der Tag mich heute noch hinbringt. Muss ich umdrehen. Havarie! Hm.
Wenn ich erst wieder daheim bin, gibt es einen Kuchen. Ja. Ja, ich bin da am Monte Paloro, da geht die Militärstraße rauf, Aldi, die darf man da fahren, eine von den wenigen. Und ja, das sind die Klassiker, die fahren wir rauf und runter. Geniale Aussicht, jetzt geht es wieder runter die Straße nach Paluzza, dort wechselt dann die Talseiten, fahrt zum Zoffplan auf. Das Wetter ist jetzt nicht so super gut, also normal Wahnsinnsaussichtberg, ja, das Zoffplan ist eigentlich auch nur Berg- und Talfahrt, also rauf wie runter das gleiche. Und dann kann man ein Stückchen weiterfahren und da gibt es dann die Panoramica. Das ist so eine Auffahrt über Asphalt und dann quer oben die Hänge entlang mit einer Einkehrmöglichkeit zurück ins Tal. Und dann schauen wir mal, was man heute noch hinbringt. Vielleicht bleibe ich da immer über die Nacht. Tagliamento. Tagliamento. Im Tagliamento. Nicht enden wollend lang. Ja, geplant waren 3 Tage im Friaul, aber. Der dritte Morgen sagen sie den ganzen Tag Regen, im Norden wie im Süden. Und da macht es keinen Sinn, jetzt eine Nacht länger zu bleiben, um dann morgen im Regen rumzugurken. Da schaue ich lieber, dass ich heute trocken heimkomme. Friaul ist immer eine Reise wert, auch wenn es nur 2 Tage sind. Von München nach Süden ist man ja in ja, 4, 4,5 Stunden in Tolmezzo und dann geht es ja gleich los. Quasi auf der Asietta des Ostens. Die Ketten, die rasselt mittlerweile wie eine Klapperschlange. Und der Rolfen schaut aus wie ein skalpierter in die amerikanische Ureinwohner. Das schaut schon kanadisch aus da, gell? Das ist ja wie bei die Black Cross. Gut, heim.